diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen aus dem Bereich der Emotion bzw. der Gefühle im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Kenntnisse im Bereich der Gefühle bzw. Emotionen sind wesentlich, um das Erleben und Verhalten der Menschen beschreiben und erklären zu können. Auffällig wird diese Bedeutung unter anderem im Bereich der emotionalen Defizite. Emotionale Defizite stellen einen Mangel an Empathie, also Mitgefühl. Menschen mit Mängeln dieser Art haben beispielsweise eine höhere Wahrscheinlichkeit für Krankenstände, Arbeitsunfähigkeit und eine höhere Neigung, Verbrechen bzw. Straftaten zu begehen. Es können hier unter anderem die Beispiele der emotionalen Verarmung und der antisozialen Persönlichkeitsstörung genannt werden. Emotionale Verarmung also. Es muss hier eine geringere Empathiefähigkeit bei Menschen mit emotionaler Verarmung angenommen werden, wie zum Beispiel bezüglich von Angstgefühlen, Schuldgefühlen und Schamgefühlen angenommen werden. Menschen mit geringeren Angstgefühlen neigen beispielsweise zu sehr riskanten Verhalten. Nun zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Es kann in diesem Zusammenhang zwischen Soziopathen und Psychopathen unterschieden werden. In ihrem Verhalten zeigen Menschen beider Gruppen unter anderem kaum bis keinen Respekt vor Gesetzen und sozialen Normen. Etwas genauer nun zu den Soziopathen. Soziopathen haben Schwierigkeiten der Gefühlskontrolle. Sie können die eigenen Emotionen wie Angst, Wut und Nervosität nur schwer beherrschen. Das Verhalten kann auffällig, aggressiv, impulsiv sein und damit fällt es diesen Menschen oft schwer, längerfristig soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ursachen dafür können in den Entwicklungsbedingungen gesucht werden. Beispielsweise können in der frühen Kindheit die soziale Beziehung zu den Bezugspersonen wie Eltern als sehr gewaltsam empfunden worden sein. Nun zu den Psychopathen. Der Begriff Psychopath wird von den Begriffen Psyche, also Seele, und Pathos, Leiden, abgeleitet. Psychopathen haben keinerlei Empathie, also Mitgefühl. Diese Störung ist für die Umgebung häufig schwer erkennbar, da das Verhalten äußerlich gut angepasst ist. Psychopathen können häufig sehr charmant auftreten, chronische Lügner sein und eine manipulative Art haben. Ursachen in diesem Bereich können unter anderem eine genetische Veranlagung und die Unterentwicklung einzelner Hirnareale sein. Der Ablauf eines Emotionsprozesses kann in einer Wechselwirkung aus dem Erleben, den inneren Prozessen, dem Verhalten und der Umgebung, also der Situation, beschrieben werden. Die Situation wird kognitiv, über das erfasste Denken, und emotional bewertet. Diese Beurteilung der Situation hängt vom Individuum ab und ist somit subjektiv. Als Reaktion auf die Bewertung gibt es körperliche Veränderungen, zum Beispiel Blutdruck, Hormone, und es entsteht eine Motivation zu bestimmten Denk- und Handlungstendenzen. Bevor ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel ein Gesichtsausdruck, die Körpersprache, erfolgt, kommt es zur Einschätzung, welche Verhaltensmöglichkeiten für das Individuum bestehen. Dies würde dem planenden Denken entsprechen. Das subjektive Erleben führt zu einer subjektiven Bewertung der Situation, der eigenen personalen Disposition, den Entwicklungsbedingungen und dem gesamten Verhalten und Erleben. Denken, Emotionen und Handlungen beeinflussen sich gegenseitig. Negative Emotionen schränken eher die Handlungsmöglichkeiten ein, und positive Emotionen ermöglichen bzw. ermuntern in der Regel, einen größeren Handlungsspielraum zu nutzen. Emotionen verändern die Aufmerksamkeit der Individuen, indem diese einen Einfluss auf die Auswahl von Reizen aus der Situation ausüben. Dementsprechend haben Gefühle auch einen Einfluss auf die Verfügbarkeit von Gedächtnisinhalten und damit den Lernvorgang. Wie schon angesprochen, verändern Emotionen Wert- und Schätzurteile.
Objekte und Menschen werden unterschiedlich bewertet und die Beurteilung von Risiken verändert sich. So erscheint eine Situation unter dem Eindruck von Furcht als ungewiss und unkontrollierbar. Wut und Glücksgefühle wirken sich dahingehend aus, dass eine Situation unter anderem als sicher und kontrollierbar empfunden wird.